Und damit sind wir beim vorletzten Match und auch größtwahrscheinlich dem interessantesten unter allen, nämlich Zed gegen den Dragon Warrior. Ich glaube, die beiden sind noch niemals in einem Singles-Match aufeinander getreten. Selbst die Titel-Matches, also um den United States-Titel, das waren jeweils immer Triple-Threat-Matches. Mal mit Leiter, mal ohne Leiter. Weil einzeln sind die beiden noch nie gegeneinander angetreten. Und jetzt können sie endlich mal ihre Differenzen hier mal klären. Wer denn jetzt der bessere von beiden ist? Gut, da ist auch ein bisschen Wut mit, dann denke ich mal, mit dabei. Obwohl die beiden dürften sich auch eigentlich an sich von den Moves her ganz gut in- und auswendig kennen. Waren ja lange noch in einer Fraktion, haben zwar nie wirklich Tag-Team-Matches bestritten. Aber sie waren halt mehr oder weniger füreinander da, wie gesagt, mehr oder weniger. Eigentlich waren die beiden nur in einer Fraktion aufgrund vom Ende der zweiten Season. Mit der Million Dollar Corporation. Sofern ich da noch richtig informiert bin, ist ja auch schon ein paar Tage her. Ein paar Wochen. Und ich bin sicher, es waren nur ein paar Stunden. Ne, ist ja auch wurscht. Und schöner Snap Suplex von Zed. Ah, Dragon Warrior kontert mit einem Neckbreaker. Hat ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, der gute Dragon Warrior. Normalerweise ist man Schnelleres von ihm gewohnt, aber er wurde ein bisschen von Zed überfahren. Aber darum geht es jetzt auch erstmal nicht. Es geht halt um die persönliche Rivalität zwischen den beiden. Wer ist der Bessere? Also von Titelgewinnen her definitiv der Dragon Warrior, weil der kann immerhin behaupten, dreifacher United States Champion zu sein. Zed hat hingegen nur ihn einmal besessen und ist einmal Royal Rumble Sieger gewesen. Obwohl so ein Royal Rumble Sieg natürlich auch schon einiges zählt. Und ein Neckbreaker von dem Dragon Warrior, der sich ja den Titel wiederholen wollte, hat es aber nicht geschafft. Am Ende war Curtis Axel der lachende Sieger. Mal gucken, gegen wen er ihn aufs Spiel setzen muss bei WrestleMania. Das würde mich mal interessieren. Ja, mal gucken, in welcher WrestleMania-Arena das Finale stattfindet. Ich finde, die schönste Arena war ja immer noch die von WrestleMania 9, bin ich ganz ehrlich mit. Das war von Arena her eine schöne WrestleMania. Die WrestleMania an sich, also die Originale, die war. Die Anfangsmatches waren richtig geil und danach war es ein bisschen so Hulk Hogans Titelgewinn. Okay, Zed geht raus, Zed geht rein, kann er sich mal entscheiden. Na gut, er schmeißt den Dragon Warrior erstmal raus. Und nein, da sollte ein Stone Cold Stunner eigentlich kommen. Aber das wusste Zed. So, was macht der Dragon Warrior? Will der etwas Kommentatoren? Ja, natürlich will er das. Warum frage ich? Jetzt ist nur die nächste Frage: Will er es auch einsetzen? Oh ja, das hat er sogar vor. Aber was macht er jetzt? Oh, er geht mit ihm nach oben. Aber klappt das auch oder wird das gekontert? Nein, es wird gekontert. Zed zeigt einen DDT. Da hat der Dragon Warrior sich einfach zu lange Zeit gelassen und Zed tanzt darum. So, haha, seht ihr, was ich mit ihm hier anstelle? Und ich glaube, das war der Signature Move. Reicht das auch, um einen Dragon Warrior unten zu halten? Ich sage nein. Und da will er ihn, na, das sollte eigentlich der Butterfly Suplex werden, aber wurde ausgekontert. Und da probiert das jetzt einfach nochmal und diesmal sitzt er. Aber volles Matt, aber bringt es auch den Sieg. Der Dragon Warrior ist einer der zähesten CRWs, die es gibt. Wusste ich, er kommt raus. Ich hab's irgendwie gerochen, dass er da wieder rauskommt.
Na gut, jetzt gibt's erstmal einen Aufgabegriff. Wird der Dragon Warrior jetzt tappen? Das ist ja wieder was ganz anderes. Sieht momentan nicht gut aus für ihn. Nein, er fährt einfach mal einen Shitline auf. Das bei Dragon Warrior stinkig ohne Ende. Ja, wo willst du hin? Zum Ringseil. Und er will nochmal diesen Finisher anbringen, den er auch schon gegen Youngblood gezeigt hat. Diesen Swinging Neckbreaker vom obersten Ringseil. Reicht aber auch nicht, um Seth Platz zu machen. Wir haben jetzt jeweils einen Finisher von jedem gesehen. Und er hat nicht zum Erfolg geführt. Ja, vielleicht ja jetzt dieser... Nein. Der Dropkick. Nein. Na, Schlagabtausch. Die Fans hält es kaum noch auf den Sitzen. Oh, Sleeper Hold. Wird der Dragon Warrior jetzt aufgeben? Der Ref ist bei ihm und fragt. Nein. Eine Art Stunner, so ein Jawbreaker. Ja, der Dragon Warrior ist ein zäher Hund, der will nicht aufgeben. Der gibt erst auf, wenn es vorbei ist. Und dann nimmt da ihn und... Ui, einfach mal ein Müllsack-Wegwerf-Move. Und das Kuvert. Reicht immer noch nicht. Dropkick. Und noch ein Dropkick. Der Dragon Ball weiß gar nicht mehr, wo hier überall Füße wegkommen. Ja, jetzt hat er auch die Schnauze voll, zeigt einen Shoulder-Block. Und noch einen German Suplex hinterher von Zeddy. Na, erstmal wieder der Meinung, das reicht. Gut, probieren geht über studieren. Nein, reicht auch nicht. Der Dragon Warrior kommt raus. Oder sollte der Ellbogen auf den Nacken werden, aber Zed Conner, indem er hier einfach das Knie reinreibt. Und was macht jetzt Zed? Der fängt sich einen Konter ein. Oh, Small Package. Nein, daraus kämpft sich der Dragon Warrior wieder frei. Und wieder ein Aufgabegriff. Wird der Dragon Warrior jetzt tappen? Der Ref ist bei ihm. Es sieht diesmal nicht so gut aus. Nein, er verwirrt den Kopf nach hinten aus. Jedes Mal, wenn ich sage, es sieht nicht gut aus. Und... Aufgabe auf Kimura-Lock. Kimura-Lock vom Dragon Warrior. Wird Zed tappen? Nein, tut er nicht. Aber das tat seinem Arm bestimmt nicht gut. Und was kommt jetzt? Ein Augenpiekser von Zed. Ach, die beiden haben sich richtig doll lieb. Ein Clip in die Kniekehle, was natürlich auch sehr, sehr weh tut. Dragon Warrior hat aber keine Lust auf den Mist. Und was macht er jetzt? Nimmt ihn hoch, geht ein bisschen spazieren und zeigt einen Power Slam. Und da zieht er ihm noch ein bisschen die Arme lang. Und davon natürlich ihm die Fingerchen. Oh, Leg Drop. Wer hätte das gedacht, dass der Dragon Warrior einen Laptop, einen Leg Drop zeigt? Oh, der Tritt hat gesessen. Der Dragon Warrior taumelt ein bisschen. Und nein, Konter vom Dragon Warrior. Na, jetzt hebt er ihn hoch. Und Stone Cold Stunner. Und da soll es nochmal diesen Neckbreaker geben. Und er ist auf dem Seil. Und da wird sich Richtung Abgrund gedreht. Und ich glaube, das dürfte es jetzt gewesen sein. Da dürfte ein Set nicht rauskommen. Und das ist der Sieg für den Dragon Warrior. Ob die beiden jetzt ein für alle mal geklärt haben, wer der bessere von beiden ist, wage ich mal zu bezweifeln. Aber auf jeden Fall ein Sieg für das Biker-Team gegen die Anarchy. Ja, er freut sich. Und wir kommen jetzt zum letzten Match des heutigen Abends. Ja, und das letzte Match am heutigen Abend bei Monday Night Raw ist Kofi Kingston gegen Leon. Gut, warum das jetzt als Main Event irgendwie ansteht, ist mir ein Rätsel.
Obwohl, wer weiß, vielleicht passiert ja was. Oder Leon gelingt die Überraschung und besiegt Kofi Kingston hier so richtig schön, so BÄM und weg ist er. Obwohl, bei den beiden geht es natürlich auch um eine gute Positionierung gegen Dingsbums hier, wie heißt er, gegen Curtis Axel, den United States Champion. Weil Leon ist da ja auch nicht gerade unten in der Tabelle, komischerweise. Bei World Heavyweight Champion ist er recht weit unten, aber was den United States Titel angeht, ist er relativ weit oben. Ich glaube auch unter den Top 5 oder so. Ist ja auch wurscht. Ja, auf jeden Fall gibt es erstmal einen Backdrop von Kofi. Jetzt ist nur die Frage, ist Leon denn auch schon bereit, um so einen prestigeträchtigen Titel anzutreten? Das weiß ich nicht. Das könnt ihr mir ja mal unten in die Comments reinschreiben. So, dass mal Kommentare auch mal unter dem Video stehen. Das ist ja bei mir immer so relative Mangelware. Schön mit dem Ellbogen ins Gesicht, aber bisher sieht es eher nach einem überragenden Sieg von Kofi Kingston aus. Der macht ja momentan mit Leon echt, was er will. Zum Beispiel mit diesem Russian Leg Sweep. Leon bisher nicht groß gezeigt, nicht wirklich von Gegenwehr gesegnet. Außer jetzt, da zeigt er einen schönen Chinook Driver. Und da verdreht er mir den Arm. Nein, Kofi kontert. Und Konter von Leon Ellbogen. Ich wollte gerade sagen, da ist Kofi wieder am Drücker. Und ist er jetzt auch mit dieser hochgesprungenen Clothesline? Und was sehen wir jetzt? Gar nichts. Wir sehen einen Headlock. Und einen Ellbogen. Alles von Kofi Kingston. Kofi Kingston hat das Heft in der Hand. Auch wenn er jetzt einen Snapback abkriegt. Bisher Kofi die meiste Zeit überragend. Und auch den guten Leon überlegen. Und ein schön hochgesprungener Knee Drop. Hat Kofi den United States Titel schon mal irgendeinem Universe gehalten? Nein, hat er nicht. Er hat schon immer Chancen drauf. Monkey Flip gab es aber trotzdem. Den gibt es kostenlos für Leon, diesen Freiflug. Denkt er sich, puh, dafür kriegst du mal umsonst einen German Suplex. Und dann nimmt er ihn auf die Schultern. Was sehen wir? Schöner Fisherman Suplex. Und da packt er ihn sich nochmal und zeigt noch einen Michinoku Driver. Da lässt sich Kofi gar nicht erst bieten. Der kontert hier. Oh, ein Roller von Leon. Nein, das hat nicht. Das hätte mich jetzt auch überrascht, wenn wirklich das jetzt siegentscheidend gewesen wäre. Ja, auch Leon beherrscht den Inselkiri als Konter. Aber wenn wir schon mal von Kontern reden, das zeigt Kofi hier. Und da darf Leon in die Ringseile. Was gibt's jetzt? Nun, schöner Crossbody. Denke ich zumindest, dass es einer war. Aber das ist definitiv ein German Suplex. Das weiß ich. Das kennt man auswendig. Ja, ich glaube, Leon hat inzwischen die Geschwindigkeit und die Technik seines Gegners ganz gut eingeschätzt. Und was macht der jetzt? Schöner, weiß ich auch nicht, was das war auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war der Signature. Aber Kofi Kingston kommt aus dem Cover raus. So, jetzt steht Leon hinter ihm, fängt sich aber ein Snap mehr ein. Hoffentlich war das jetzt kein Finisher. Und Kofi geht raus, geht wieder rein. Ah, da gab es den Konter und... Oh, ein Roller. Nein, oh, umgedreht. Nein, da bricht Leon ab. Ich glaube, Leon hat nicht so wirklich Lust auf dieses Hin- und Hergerolle. Und schöner Rough Raider. Oh, unfairer Pin. Aber er bringt die Entscheidung. Leon gewinnt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Er zeigt da den Rough Raider und dann einen unfairen Pin. Aber der bringt den Sieg. Wow. Na, Leon darf sich nach langer Zeit mal wieder über einen erfolgreichen
Abschluss freuen. Gegen ein Kopfkissen ist das schon was wert. Kann man nicht anders sagen. Okay, wir hören und sehen uns bei NXT wieder im ersten Match.